neue Woche und neues Glück in Sachen Shop und sowas. Wöchentliche, wir haben Waffenverbesserer drin. Ich glaube, das kommt jetzt auch fast jede Woche. Ich habe ein komplexes Innenleben! Musik verschwindet. Keine Ahnung, was ist das? Uhrzeit-Stinkbogen ist wieder dran. Das ist sehr nice. Uhrzeit-Stinkbogen kann man auf jeden Fall mitspielen. Würde ich euch empfehlen. Ist wirklich gut. So eine kleine Wolke entsteht dann und dann kann man dann durch den Stinkbogen ja, macht er so einen kleinen Flächenschaden. Heftiger Mix ist auch drin, habe ich mal gespielt, ist nicht so nice. Würde ich nicht empfehlen. Was haben wir noch? Warnwind. Warnwind kommt auch öfters mal rein. Kann man auf jeden Fall mitspielen. Gute Nahkampfwaffen, Waffe. Legendäre Kraftquellen, können wir uns mitnehmen. Feldwebel Jonesy. Oh, ja, braucht man für das Held-Setup, kann man das Spitfire erhöht die Dauer von Vorwärtskommando um 5 Sekunden. Höldenhacker, nicht unbedingt. Sturmsplitter, können wir uns mitnehmen. Auge-Sturms. Ach, guck mal, jetzt kommt die Musik von. Hört ihr die Welt? Jetzt eine Flasche mal mitnehmen. Reine Regentropfen, 70 Stück diese Woche. Das ist schön, das ist sehr schön. Autofix. Naja, diese Woche ist jetzt nicht so schön dabei, aber Waffenverbesserer gibt es. Das ist doch schon mal gut. Okay, Uhrzeit Stinkbogen ist jetzt nicht so über krass, sondern man kann, ja, okay. Falls ihr noch nicht die anderen Sachen geholt habt, könnt ihr euch die anderen Sachen noch holen hier. Sind nämlich nächste Woche raus, weil das jetzt die letzte RDW-Season-Woche ist von diesen für verwüsteten Ödland. Und nächste Woche kommt dann Hexavania zurück. Das ist dann natürlich auch wieder eine Rebirth-Mission. Die Dungeons kommen zurück. Ne? Und ein paar andere Helden und so. Und eine Menge Auftragsreihen.